Jeder zweimal Seite, Wechsel, dann zweimal Stamm, Wechsel, zweimal Druck. Eine gewisse Grundspannung, die gehört einfach dazu. Wir müssen uns jetzt nicht unbedingt mit Schauspielern vergleichen, aber jeder Schauspieler ist vor jedem Auftritt noch nervös, sonst kann er nicht gut sein. Also ist bei mir schon, die Erfahrung spielt da schon eine große Rolle und das versuche ich auch auf die Jungs zu übertragen. Aber wenn ich da nicht, wenn es für mich nichts Besonderes mehr wäre, wie soll ich das dann auf die Jungs übertragen, dass das schon ein spezielles Spiel ist. Aber eben auch mit der nötigen Portion Gelassenheit. Und die habe ich, glaube ich, und das kann ich auch, glaube ich, den Jungs ganz gut vermitteln. Ja, bei dem Coach merkt man auf jeden Fall, dass da viel Erfahrung in dem Handeln und dem Wesen drin ist, sodass man sich als Spieler auch sicher fühlt, dass man sich geborgen fühlt und auch die Sicherheit hat, dass man gut vorbereitet wird fürs Spiel. Und auch wenn mal was schlecht läuft, vor allem in der Vorbereitung, dann wird man nicht klein gemacht, sondern eher gepusht und man fühlt das auch, dass man von außen die Erfahrung und die Ruhe bekommt, dass man fürs Spiel gut vorbereitet wird. Ja, wir haben eine Mannschaft, die, so glaube ich, richtig gut verteidigen kann, taktisch sehr diszipliniert, auch sehr aufopferungsvoll in der Defensive. Aber ich glaube, wir können auch ganz gut Fußball spielen, haben eine gute Mentalität, eine hohe Körperlichkeit. Und die Mannschaft besticht sicherlich durch einen außergewöhnlich guten Zusammenhalt. Die beiden Jahrgänge, die können schon echt gut miteinander. Ich glaube, was dieses Jahr sehr, sehr auffällig ist, dass unsere Mannschaft einen extrem guten Zusammenhalt hat. Wir sind, kann man sagen, ein Team geworden über die Saison. Auch eine extrem positive, gute Energie in der Mannschaft. Und dazu kommt halt die individuelle Stärke und die Stärken, die jeder Einzelne einbringt in das Team. Und das macht uns dieses Jahr so gut. Wisst ihr ja genauso gut wie ich, ist ein hochemotionaler Club in beide Richtungen. Manchmal ist es dann auch schon zu viel und da versuche ich als Coach also immer wieder so das richtige Maß zu finden, dass wir schon teilnehmen an dem, was medial und was sich so in der Öffentlichkeit abspielt, aber dass wir bei vielen Dingen einfach auch sagen, komm, es reicht, die Jungs sollen es ausleben. Auf der anderen Seite aber auch sollte die Vorfreude und der Spaß an so einer Herausforderung größer sein als individuell oder gemeinsam empfundener Druck. Also wir werden sicherlich nicht in das Spiel reingehen, wir müssen jetzt gewinnen. Wir wollen unbedingt gewinnen, aber wir wissen, dass beides passieren kann. Wer sich in ein Endspiel reintraut, der kann es gewinnen, der will es auch unbedingt gewinnen, aber der weiß auch, dass man es verlieren kann. Deswegen war mein Tipp von vornherein, da lege ich mich jetzt auch für euch fest, ich weiß, wie das Spiel ausgeht. Entweder gewinnen wir oder Köln. Also grundsätzlich von der Tragweite her, die man von außen wahrnehmen würde, ist das, glaube ich, mein größtes Spiel, wenn man das so möchte. Aber für mich ist das, auch wenn es sich so banal anhört, ein Spiel wie jedes andere, weil meine Eltern, meine Familie auf der Tribüne sitzen, zugucken und auch wie nach jedem anderen Spiel auch mich genauso lieb haben wie vorher. Köln hat eine sehr, sehr spielstarke Mannschaft, gespickt mit guten Einzelspielern. Starkes Umschaltverhalten in beide Richtungen, nach vorne, nach hinten. Hat einen richtig, richtig guten Trainer mit dem Stefan Rutenbeck. Also wir beide schätzen uns sportlich und menschlich sehr. Also es ist schon ein dicker Brocken, definitiv. Sonst wären sie nicht in die Endrunde gekommen, an der wir ganz knapp gescheitert sind. Und sonst wären sie auch nicht ins deutsche Finale gekommen. Ich gehe davon aus, dass es ein enges Spiel wird, so wie die anderen Pokalspiele zuvor auch. Das sind zwei Teams auf Augenhöhe, die sich dort begegnen werden und dementsprechend denke ich, dass es
keine Richtung extrem positiv oder extrem negativ ausschlagen wird, sondern dass es ein enges Spiel wird, was zum Ende wahrscheinlich vom besseren Team gewonnen wird. In dem Moment geht es erstmal darum, kein drittes Tor zu kassieren. Denn dann kann dir auch in einem Heimspiel passieren, dass du das so abgeschossen wirst. Und das galt es natürlich zunächst mal zu vermeiden. Dass es erstmal bei 2-0 bleibt und wir möglichst bis zur Halbzeit noch den Anschluss schaffen. Was uns ja dann letztendlich auch gelungen ist. Schlüsselmomente waren sicherlich unser 2-2 von Keke Topp und dann das 3-2 von Kelsey Meisel. In dem Moment waren wir natürlich von der Psyche her, lagen wir schon vorne. Und dann, wenn dir da das 4-2 gelingt, dann ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das Spiel gewinnst. Ja, und dann haben wir einfach zu schnell und zu einfach nach einer Standardsituation das 3-3 kassiert. Dann gehst du in eine Verlängerung. Und wenn du in der Verlängerung ein Gegentor bekommst, wird, egal für welche Mannschaft, wird die Zeit immer knapper. Und dann brauchst du auch das nötige Quäntchen, vielleicht da auch noch mal den Ausgleich zu schaffen, um vielleicht ins Elfmeterschießen zu kommen. Was sie mitnehmen können, sie haben sich überhaupt nichts vorzuwerfen. Ja, zunächst einmal ging eben so in den Sachen Einsatzbereitschaft, Kampfbereitschaft. Teamgeist, Wille, unbedingt gewinnen wollen, alles dafür tun. Umsetzung des Matchplans, also die taktische Disziplin in der Defensive, ging ja alles zu 100% auf. Und dann fragen sich die Jungs natürlich dann auch, Mensch, wir machen so ein Riesenspiel. Warum sind wir nicht als Sieger aus diesem Spiel hervorgegangen? Und warum sind wir nicht deutscher Pokalsieger? Aber das zeigt ihnen natürlich, dass selbst wenn du immer, und das ist ja Grundvoraussetzung, um im Leistungssport, um im Leben erfolgreich zu sein, selbst wenn du immer dein allerbestes gibst, und das haben sie, jeder Einzelne und wir als Gruppe zusammen, erhöht das Wahrscheinlichkeiten auf den Erfolg, aber es gibt keine Garantie. Ich glaube, nach solchen Spielen ist das Schlimmste, wenn du dann hinterher in die Kabine kommst, jeder Einzelne guckt in den Spiegel, man schaut auch in den Mannschaftsspiegel und schaut sich dann auch und sagt, boah, hätten wir mal ein bisschen mehr, hätten wir mal mehr getan. Wir waren insgesamt von zwei ganz starken Mannschaften sogar die bessere.
Aber letztendlich, wenn du so ein Spiel gewinnst, dann bist du auch verdienter deutscher Pokalsieger.